I really appreciate that, man. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal und es ist mal wieder soweit, Freunde. EA Sports Vancouver Canada hat Icon Swaps zum dritten Mal jetzt rausgebracht, Freunde. Für die, die nicht wissen, was es ist, wovon ich eigentlich nicht ausgehe, ihr könnt Spiele machen, dann kriegt ihr so einen komischen Spieler, die könnt ihr einlösen und dann kriegt ihr diese Ikonen untauschbar. Hier zum Beispiel 777 oder 9. Ihr seht ja immer dann hier 10, 10, you know what I mean. Und viele fragen dann immer, welchen Spieler würdest du machen, welchen Spieler würdest du nicht machen, warum würdest du den machen und die Reihenfolge. Ich habe, glaube ich, schon zweimal dieses Video gemacht und derzeit ein drittes Mal. Ich zeige euch die Spieler, die ich machen würde, Freunde, und die ich nicht machen würde. Wobei man sagen muss, dass mittlerweile alle Icons eigentlich krass sind. Also da sind halt nur Prime-Icons, glaube ich, oder fast nur Prime-Icons. Oder Prime-Moment-Karten dabei, bei Zidane ist es was anderes und Maradona, werdet ihr gleich sehen, weil die halt schon so krasse Stats haben. Auf jeden Fall, Freunde, lasst ein Like auf dieses Video da. Wir versuchen mal 10.000. 10.000 Likes, Freunde, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ihr Gauner. Wir sind auf dem Weg zu 200k. Ich sehe eine Statistik, fast jeder Zweite, der die Videos hier guckt, hat noch nicht diesen Kanal abonniert. Pisskinder, abonniert den Kanal, Mann. Und ohne viel drum zu labern, weil ihr habt so oder so schon vorgespürt, die Eierköpfe, geht's jetzt hier weiter. Das sind die Spieler, die ihr machen könnt. Wie gesagt, ihr könnt Spiele machen und dann kriegt ihr so eine Tokens und diese Tokens benutzt man, um sich dann seine Icon Swaps Spieler zu organisieren. Ja, ihr wisst, was ich meine. Man muss sagen, dass EA halt jetzt, wir sind schon im März, die müssten, eigentlich hätte ich gedacht, dass die R9 und so rauskloppen, aber EA ist im, ihr kennt sie, die geiern rum wie kein Zweiter, Digga, deswegen sind halt diese Icons hier und ich habe so angefangen, wie beim letzten Video schon, hinten sind die Ikonen, die ich am, also die Auswechselbank ist so gelistet, wie ich es halt machen würde, von der Reihenfolge halt, ah ja, hier ist ein Fehler, so ist die Liste, wie ich sie halt machen würde, Freunde, wir fangen hinten an, aber bei den Spielern, also hier ist es dann nicht nach der Reihenfolge, aber hier ist es nach der Reihenfolge, kurz und knackig, warum? Riquelme, herzlichen Glückwunsch, 5 Sterne Skills, du hast aber leider nur 75 Tempo und 78 Ausdauer, als 92er Karte ist es ein bisschen Schmutz, Digga, für die Tokens, was da für Spieler sind, ist das auf jeden Fall meine Meinung nach das Schlechteste. Es kann auch sein, Freunde, dass ihr sagt, Junge, halt der Maul, du Scheißknecht. Ich finde den Spieler eigentlich voll gut. Was laberst du für eine Scheiße? Aber das ist meine Meinung, Freunde. Jeder kann seine Meinung haben. Wenn ihr was abgucken wollt, dann könnt ihr es jetzt gerne machen. Lampard. Genau das gleiche Thema, nur dass er eigentlich mehr Ausdauer hat. Die sind halt zu langsam, meiner Meinung nach. 80 Tempo, Freunde, man darf nicht vergessen, wir sind im März. Es gibt jetzt hier Future-Star-Karten. Die sind 18 Jahre alt und die haben Werte, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Guckt euch mal diese ganzen Shapeshifter und so an. Deswegen finde ich, sind diese Werte nicht so geil auf jeden Fall. Ich gebe euch mein Wort drauf, dass ein Shapeshifter oder irgendwas tausendmal besser sein wird als Frank Lampard Optimus Prime. Weiter geht's mit Puyol. Puyol, Digga, 94er Rating. Ich habe ihn in echt gefeiert, aber er hat nur 71 Antritt, 73 Sprintgeschwindigkeit. Generell finde ich, dass bei der Innenverteidigung die krassesten Karten die ganze Zeit released werden von den... Vergleicht mal so ein Tomori und so, ja, mit dieser Karte oder diese... Digga, diese ganzen Karten, die über 85 Pace haben, es gibt so viele IVs, die über 80, 85 Pace haben, das ist so krass dieses Jahr, auf jeden Fall, Puyol, ist es nicht. Trezeguet, 83 Dribbling, 71 Beweglichkeit, 60 Ballons in der Hosentasche, Digga, da hört es bei mir auf, ja, er hat einen geilen Schuss, aber Freunde, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt lohnen sich diese ganzen Spieler nicht. Ich denke, ihr seid da ungefähr meiner Meinung, aber ich muss die hier einfach mal kurz schnell abhaken. Junge, Hullet wurde geleast, Junge, herzlichen Glückwunsch. Digga, dieser Hullet, Freunde, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel schlechter dieser Hullet zu seinem 90er Hullet. Auf jeden Fall ist dieser Hullet fünfmal so schlecht wie sein 90er Hullet. Den hatte ich schon damals gespielt in FIFA 18 und FIFA 19, einfach um zu gucken, wie der so ist und der ist tausendmal schlechter, Freunde. Gebt eure Points nicht für diesen Hullet aus, das ist der größte Fake. Der hat nicht mal geile Werte. Der hat einen Wert über 85 und das ist passend. So, jetzt geht's weiter. Liebmanen, Freunde, kann ich nicht einschätzen. Ich habe den nie gespielt, der hat gar nicht so schlechte Werte so an sich, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass der einfach nicht so geil ist. Erstens hat er 3 Sterne Skills und zweitens hat der 4 Sterne Weakfoot, das ist okay. Aber Freunde, das gibt es tausendmal bessere Karten. Ich sage euch so, wie es ist. Gattuso, hatte ich im Draft, kann ich nicht so viel zu sagen. 2 Sterne Skills, herzlichen Glückwunsch, 3 Sterne Weakfoot. Also ihr könnt den... Vorne könnt ihr den absolut vergessen und defensiv hat er nicht so geile Werte. Ja, er hat 94 Defensive, aber er hat nur 75 Pace,
74 passen, was auch nicht so geil ist, glaube ich nicht, dass der so cool ist. Also ich würde euch abraten, sogar diese Ikonen zu machen, weil sie nicht gut in-game, denke ich, sind. Das ist meine Meinung. Also da gibt es tausendmal bessere Karten, Freunde. Spart diese Token, die ihr habt. Ich glaube, es gibt wieder so ein Icon-Pack, was ihr benutzen könnt. Gibt es daraus oder für die guten Icon, die gleich kommen werden. Petit ist so der Spieler, der erste Spieler, wo ich sage, okay, da könnte man mal drüber nachdenken, weil der hat ganz gute Werte, der hat 79 Pace. Also der kann eigentlich alles so in der Art, ne? Wenn man sich das mal so überlegt, der kann auch mal einen reinkloppen mit seiner 98 Schusskraft und 99 Fernschüsse. Er kann durchspielen, er ist ein Sechser, den man mal auch anspielen kann. Also Petit ist so der erste, wo ich sage, okay, den kann man machen auf jeden Fall. Laudrup, Digga, die Karte sieht richtig geil aus. 90 Tempo, 95 Dribbling, 83 Schießen ist nicht so geil, 91 Passen. Er hat 4-4, was okay ist, haut mich nicht vom Hocker. Aber wie gesagt, Freunde, ich sag's euch, so ein Neymar oder so auf der 10, also wenn ihr Neymar dann LF kauft und ihn auf der 10 spielt, 1000-mal besser, 100%ig. Ben Yedda ist besser. Michael, du bist kein schlechter Mann, das sieht nicht schlecht aus, aber ich kann mir vorstellen, dass der einfach nicht so geil in-game ist. Meine persönliche Meinung, aber er sieht halt nicht so schlecht aus. Kann man machen, why not? Bergkamp, Freunde, nächster Spieler, der hat, Digga, das ist eine Stärke, wenn man mit so einem Spielertyp klarkommt. Der kloppt, glaube ich, alles ein, was vorne nicht bei 3 auf dem Baum ist, Digga. Der hat ein richtig geiles Dribbling. Guckt euch das mal an. 99 Ballkontrolle, 98 Reaktion. Herzlichen Glückwunsch, was hat das mit der Ballkontrolle zu tun? 98 Abschluss, 97 Schusskraft. Also wenn ihr den im Strafraum anspielt, ist er, glaube ich, drin. Das Problem ist, ich hatte immer diese ganzen Spieler am Draft und ich fand die immer so krass unbeweglich irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke schon. Obwohl der gar nicht so schlechte Werte hat. Aber wie gesagt, Freunde, das ist seine Optimus Prime Karte. Also schlecht wird sie nicht sein. Aber sie sind einfach im Vergleich zu den anderen nicht so gut, denke ich. So, und jetzt kommen wir zu den 11 Spielern, Freunde, die ich machen würde. Also, wo man auf jeden Fall nichts falsch macht, bin ich der Meinung. Schmeichel, kommen wir zum Torwart. Der Torwart ist sehr unwichtig, aber keine Ahnung. Ich denke, dass es einer der besten Torhüter im ganzen Spiel sein wird. Kann ich mir vorstellen, um es kurz zu machen. Was soll man da falsch machen, Freunde? Wenn ihr einen Torwart braucht, dann macht ihn. Eventuell, wobei ich sage euch ehrlich, ein guter Torwart hält nicht sehr viel. Also gute Spieler schießen nur von vorne aufs Tor und dann hält auch so ein Schmeichel nichts. Carlos Alberto. Ich glaube, Freunde, dass das hier der zweitbeste Rechtsverteidiger im Spiel sein könnte. Ich habe ihn noch nicht gespielt. Ich hatte Trent Alexander-Arnold Totti und der war krass, aber alleine von den Werten her sieht der auf jeden Fall richtig, richtig gut aus. Ob er besser ist als ein Zambrotta? Höchstwahrscheinlich ja, aber ob er sich auch so viel lohnt, diesen ganzen Schweiß da auf sich zu nehmen und dann seine Tokens dafür einzusetzen, das weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall in der Top 3. Denke ich mal, der Rechtsverteidiger im ganzen Spiel, der macht auf jeden Fall nichts falsch. Der kann passen, der kann dribbeln, der kann sogar einigermaßen schießen, was viele unterschätzen. 79 Abschluss, 91 Schusskraft, das ist bei Außenverteidiger gar nicht so unwichtig. Er kann durchspielen, er hat 90 Stärke. Ja. Ach ja, ich sag am Ende dann so die Top 3, wie ich sie machen würde, okay? Die Top 3. Also Schmeichel würde ich dann aus der Startelf als erstes machen. Also als letztes sozusagen. Ihr wisst, was ich meine. Am Ende kommen die Spieler, die ich auf jeden Fall safe machen würde. Dann würde bei mir auf jeden Fall Cannavaro kommen, Freunde. Viele Pros haben den gespielt, also nicht diesen, sondern die andere Variante. Der soll richtig gut sein und ich kann es mir vorstellen, weil der hat 87 Beweglichkeit, 84 Ballons. Der ist übertrieben schnell, 85 Ausdauer und er kann halt brutal verteidigen. 98 verteidigen, 99 schwere Zweikämpfe. Digga, das könnte eine richtig krasse Karte sein. Ich hatte sein Baby, oder ich weiß nicht, ob es sein Baby war. Der 87er, glaube ich, den hatte ich und den fand ich schon nicht kacke und ich glaube, dass der auf jeden Fall sehr, sehr gut sein wird. Das Problem bei den Innenverteidigern ist, es gibt so krasse Innenverteidiger mittlerweile, dass man sich überlegen sollte, wo man seine Tokens einlöst. Aber das ist auf jeden Fall kein schlechter Mann. Dann, Freunde, als nächstes würde ich Kaká machen. Ich hatte seine komische Leihspielerkarte hier und ich habe den zweimal oder so eingewechselt. Warte mal. Fünfmal. Hier seht ihr schon mal seine Statistiken an. Ich fand den nicht so gut, ne? Der hat zwar 5 Sterne Skills, aber ich habe den irgendwie nicht so gefeiert. Klar, es kommt immer auf die Spielart von jenen an, aber ich fand den nicht krass. Ich fand den nicht sehr gut. Ich fand den nicht sehr schlecht. Kann man machen, muss man nicht machen. Würde ich eher hinten auf jeden Fall platzieren bei diesen ganzen Icon-Swap-Dinger. Es kommt nachher, Freunde, ich weiß, ihr seid am überlegen, was soll ich machen? Es gibt doch so viele gute Karten, bla bla bla, aber ich sage euch, was ihr am Ende machen sollt. Dann kommen wir zum nächsten, das ist
Diego Armando Maradona. Viele hätten ihn wahrscheinlich weiter vorne gedacht, dass ich den da platziere, aber Freunde, er hat eine krasse Schwachstelle und das ist 3 Sterne Weak Foot. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie scheiße das gegen gute Spieler ist. Die verteidigen einfach nur seinen linken Fuß und dann hast du verkackt. Aber nichtsdestotrotz ist der, denke ich, ganz, ganz brutal, wenn ihr den am Ball habt. Aber was auch richtig scheiße ist, guckt es euch an, ist leider seine Ausdauer. Ihr müsst ihn höchstwahrscheinlich auswechseln, außer ihr habt das Spiel halt schon vorher entschieden. Aber es ist ja immer so für den normalen Spieler und da sind halt öfter engere Spieler dabei. Der hat eine geile Karte, Freunde, aber wie gesagt, 75 Ausdauer, Schmutz und 3 Sterne Weak Foot ist auch Schmutz. Aber er ist trotzdem übertrieben gut, würde ich aber, wie gesagt, da würde ich andere auf jeden Fall spielen. Und einer davon, da werden mich jetzt ein paar haten, ist auf jeden Fall Mark Overmars. Digga, der Typ, ohne Witz, Freunde, guckt euch seine Werte an. Er hat 5 Sterne Weak Foot erstens, er hat 97 Antritt, 95 Sprintgeschwindigkeit. Den auf den Außen, der ist robust. Ich schwöre, in jedem Video sage ich, dass Overmars gut ist, wenn ich irgendwie in Zusammenhang mit dem bin. Der ist wirklich, wirklich, wirklich eine krasse Kaufempfehlung von mir. Der wird euch wirklich gefallen. 61 Stärke, fake. Ich schwöre, der ist viel, viel besser. Also der fühlt sich auch so stabil an. Der kann durchspielen, 5 Sterne Weak Foot. Der kann gut passen, der hat einen guten Schuss. Der ist grundsolide, Freunde. Ich glaube auch nicht, dass so viele Token für ihn benutzt werden sollen. Warte mal, ich guck mal nach. Ja, Freunde. Das ist in der günstigsten Variante. Also 6 bis 13 Tokens, günstiger geht's gar nicht. In dieser, ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, im Overmars ist da für diese Token-Anzahl auf jeden Fall ganz, ganz, ganz weit vorne. Kaufempfehlung oder Machempfehlung auf jeden Fall von mir. Dann kommen wir zum nächsten und zwar ist das, ich weiß nicht, wie damit, ist es der Rush auf jeden Fall. So ähnlich wie Overmars, nur Freunde, der hat 5 Sterne Weak Foot und er hat ein bisschen, also den im Sturm, glaube ich. Ich habe ihn noch nicht gespielt, aber rein von den Werten her. Müsste das eine Maschine sein, weil er hat 5 Sterne Weak Foot, er hat 97 Antritt, 93 Fernschüsse, 90 Schusskraft, er ist schnell, er kann durchspielen. Das einzige Problematische, glaube ich, sein, was seine Schwachstelle sein könnte, ist halt seine Beweglichkeit, die nicht so hoch ist, aber er ist nicht so groß, er ist 1,80, deswegen glaube ich, dass es nicht so krass sich auswirken wird, also dass man es nicht so heftig spüren wird. Deswegen würde ich euch, ich habe ihn noch nicht gespielt, also nur rein von den Werten her, denke ich, dass der echt gut sein kann. Und jetzt kommen wir zum nächsten, Freunde. Das ist, glaube ich, der Garincha, Manuel, blablabla, Garincha. Den habe ich, wie gesagt, auch im Draft gespielt. Und Dolmeck, wahrscheinlich momentan der beste deutsche Spieler auf der Welt, sagt oder schwört auf ihn, dass der richtig gut sein soll. Ich kann es mir vorstellen, den auf den Außen, Freunde, der soll richtig eklig zu verteidigen sein, weil der so ganz, ganz brutales Dribbling haben soll. Der hat 98 Dribbling, der soll sich richtig geil spielen, der hat nur 82 Ausdauer, was aber okay ist. Er kann schießen, er ist schnell, er kann gut passen, was viele unterschätzen. 94 Passen, Freunde, in diesem Scheißspiel ist dieses Passen so wichtig, weil dieses Spiel richtige Kack-Animationen hat, wo die dann irgendwo hinpassen. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Auf jeden Fall ist Garincha der vierte, den ich auf jeden Fall machen würde. Ganz, ganz weit oben auf jeden Fall. Der ist, den hatte ich auch schon selber im Draft. Der macht auch, es macht auch übertrieben Bock, mit denen zu spielen. Testet es, macht es. So, und jetzt kommen wir zu dem dritten und das ist Maldini. Und ich sage euch gleich die Kombi, die ich glaube, ich machen würde. Maldini ist wie Overmars in der untersten Region mit den Tokens. Das heißt, ihr könntet theoretisch, ich weiß nicht genau wie viele, aber so ein Maldini und so ein Overmars ist so viel wert wie so ein Rush und noch irgendwas. Wisst ihr, was ich meine? Also ihr kriegt Maldini und Overmars theoretisch im Vergleich, also mit weniger Arbeit, weniger Aufwand als so jemand anderes, als so Maradona und so ein, keine Ahnung, Carlos Alberto oder so. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist Maldini, den hatte ich selber schon. Den fand ich mit den besten Innenverteidigerkarten, die ich gespielt habe. Aber ich fand den immer zu teuer. Der hat 1,5 Millionen oder so gekostet. Für einen Innenverteidiger fand ich das immer richtig happig. Und jetzt ist er halt in diesen Tokens dabei. Und ich kann euch sagen, das finde ich krass, dass sie den gedroppt haben. Den 92er auch noch. Der ist eine absolute Kante. Der hat nur 82 Pace, denkt man. Also im Vergleich zu anderen IV-Karten ist es gar nicht mehr so viel. Es ist immer noch krass viel, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und da ist Maldini, also ist immer schon einer der besten IVs im ganzen Spiel gewesen. Habe ich dieses Jahr selber schon gespielt, habe ihn verkauft, aber nur, weil ich ihn zu teuer fand. Und jetzt kommen wir zu den zwei Spielern, denke ich, die klar sind, die jeder gemacht hätte oder auf die Idee wäre jeder gekommen. Und zwar ist das Zidane und
Dolgisch, Dalglisch, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Kommen wir mal erstmal zu Zidane, den hatte ich auch schon, den fand ich auch sehr gut, aber wie gesagt, auch zu teuer. Den im ZM, Freunde, wenn ihr im, also da ist er perfekt im 4-3-3 oder so, also falls ihr 4-3-3 zockt und den im ZM haben wollt, das ist richtig geil. Als Sechser ist er vielleicht ein bisschen zu offensiv, aber wenn ihr einen richtig defensiven Sechser habt, wie Kanté oder Vieira oder so, kann man Zidane auf jeden Fall auch auf der 6 spielen. Auf der 10 würde ich ihn nicht spielen. Er hat 5 Sterne, 5 Sterne, geiler geht's nicht. Ihr könnt mit denen von hinten richtig geil Spielaufbau machen. 91 passen, 5 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot. Besser geht's gar nicht. Ich hatte ihn gehabt, habe ihn wieder verkauft, weil ich ihn zu teuer fand. Ich bin immer ganz schlimm bei sowas. Ich habe immer den Preis vom Spieler im Kopf und dann denke ich mir, scheiße, ist er das wert? Und er war in dem Zusammenhang es nicht wert. Aber wenn ihr den umsonst sozusagen machen könnt, ist es krass. Jetzt kommen wir zum letzten Spieler. Den würde ich, denke ich, hundertprozentig machen. Und zwar ist das Dalgish. Ich habe seine Prime-Karte und die ist absolut gestört. Die würde ich sogar mit einer Stufe mit R9 stellen. Der macht genauso viele Tore, wie R9 bei mir damals gemacht hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sein 90er sehr viel schlechter ist als sein 92er. Also ich denke, dass der richtig böse ist. Er hat nur 81 Ausdauer, Freunde, aber er hat 5 Sterne Weakfoot. Er ist krass beweglich. Das ist so wichtig, dieses beweglich und Balance. Das ist das Wichtigste im ganzen Spiel. Wenn ihr ihn im Strafraum anspielt und euch dann so dreht wie so Eierköpfe und dann mit einem Weakfoot einfach raufknallt in die kurze Ecke, das ist FIFA 20 leider. Und da ist er auf jeden Fall die Meta mit das Beste, was ihr machen könnt. Also ich denke, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ich würde an erster Stelle Dalgish machen, dann Zidane, dann Maldini und das sind halt so die drei Spieler, die ich safe machen würde und die anderen, da würde ich halt so überlegen, was kriegt man am besten im Zusammenpack. Da wäre es dann halt so ein Maldini und ein Overmars oder kriegt man ein Cannavaro und ein, keine Ahnung. Hier unten würde ich, glaube ich, niemanden nehmen, außer vielleicht Petit, aber ihr müsst euch überlegen, welche Kombos ihr machen könnt, vielleicht mit zwei von denen. Ihr wisst, was ich meine. So. Ja, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig weiterhelfen, weil das ist immer so krass schwer. Wen macht man, wen macht er nicht? Jetzt habt ihr meine Meinung von einem Profi, was ich so machen würde. Viele können sich diese Spieler nicht leisten und deswegen finde ich es gut, dass EA das überhaupt macht. Das Video soll angeblich an einem Samstag online kommen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Freunde. Was hatten wir gesagt? 10.000 Likes oder 15.000? 10.000 Likes. Lasst auf jeden Fall ein Like auf dieses Video da, Freunde. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und à la ciao.